Tja, Ray will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja? Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Eine schottische Kathedrale. Kein Ort für einen Schatz, oder? Irgendwie nicht. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Das stimmt wohl. Und bei dem hohen Kopfgeld auf ihn hat er sich hier versteckt. Und, was war zwischen Rafe und dir? Ich kam nicht mit ihm klar. Er hatte bestimmt auch genug von mir. Ich musste deinen Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Ja, lieber nicht. Sam, hör zu. Er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. Ich kenne Geschichten. Glaub mir, ich auch. Noch ein Grund, warum ich kein schlechtes Gewissen habe. Ist das tief? Ja, suchen wir einen anderen Weg nach unten. Das sollte halten. Oh, gute Idee. Was ist denn das? Ausgrabungsausrüstung. Schorlein? Was? Da. Ich dachte, die wären an der Kathedrale. Scheiße, runter! Okay, alles okay. Ja, sehr erfreut, Shoreline. Die haben uns wohl erwartet. Und die suchen fernab der Kathedrale. Weshalb wir zu diesem Friedhof müssen, sofort. Ganz genau. Warum habt ihr nicht neben der Kathedrale gesucht? Ja, das haben wir. Ein bisschen, aber der Ort ist riesig. Wenn man nicht weiß, wo, ist das die Nadel im Heuhaufen. Oder der Sprengsatz im Heuhaufen. Das hier. Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Das größte natürlich beim Friedhof. Tja, zentral gelegen. Mehr Shoreline-Ausrüstung. Wenigstens keine Shoreliner. Vielleicht haben wir Glück und die jagen sich in die Luft. Na, wollen wir wetten? Yep. Dynamit. Hey, sei vorsichtig damit, ja? Hey,
Tür ist offen. Das war laut. Hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Sieh mal, da ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Dann suchen wir was zum Draufklettern. Ja. Das Tür. Du machst das echt ganz gut. Ich habe in den letzten Jahren einiges in die Luft gejagt. Hey, damit können wir rausklettern. Nadine uns gewarnt hat. Egal. Der Befehl lautet, Ziele eliminieren. Okay, gut gemacht. Das hätte böse enden können. Ja, verschwinden wir, bevor jemand nach denen sucht. Los, auf geht's. Hab es. Okay, meinst du schaffst das? Was willst du denn? Von mir hast du das gelernt. Schön, dann lass mal sehen. So, siehst du? Ziemlich tollpatschig. Sam, die Leiter da, ich komm nicht dran. Okay, warte, ich komm rüber. Okay, hilf mir hoch. Ja.
Los, ich zieh dich hoch. Na geht doch. So. Ah, danke. Da ist er. Der Schlafraum der Mönche. Nur ein paar Katzensprünge entfernt. Sag doch sowas nicht. Runter geht's. Das brennt. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Man folgt dem Ruf des Geldes. Eiskalt. Wird noch kälter. Ich muss pinkeln. Bring unserem jungen Rekruten noch was bei. Wie ging es weiter? Ist er die Revolte beendet? Dank uns konnte er sie einnehmen. Gut gemacht. Aber als das Geld ausging, hatten wir keinen Grund mehr dort zu bleiben. Und der Oberst? Hat die Nacht nicht überlebt. Du den Linken, ich den Rechten. Eiskalte Hunde. Wie sagt Nadine? Geschäft ist Geschäft. Hauptsache Action. Ich hätte Lust auf einen schönen Putsch. Wem sagst du das? Muss schon mehr kommen, Leute. Versuchen wir so weiterzumachen. Habt ihr den Ort vorbereitet? Friedhof ist bereit für den reichen Kerl. Lass mich nach, oder? Die Chefin will Ergebnisse. Und zwar gestern. Irgendwas gefunden? Die haben wohl etwas entdeckt. Genaueres weiß ich nicht. Was war das? Nichts. Nicht ohne. Das muss jemand gehört haben. Los, schnell weiter. Thank you.
versteckt hinter diesen Mauern. Runter geht's. Ruhig, Mann. Ich hätte fast meine Arme verloren und dann hält der Penner mir einen Vortrag. Hätte ich ihn noch abgeknallt. Der Typ ist unser Boss. Was meinst du, was Nadine mit dir machen würde? Ich habe ihren Befehl befolgt. Trotzdem, was glaubst du, würde sie tun? Mich in Stücke reißen. Ganz genau. Atme tief durch und geh mal eine Runde. Der Klugscheißer will mir erzählen, wie ich meinen Job machen soll. Ich hab was gesehen. Sie sind hier drüben! Okay, weiter geht's. Was für eine Aussicht. Mann. Sam, hier lang. Das auch. Besser als Bungee-Springen. Warst du schon mal Bungee-Springen? Nein, aber das hier ist klar besser. Das hast du also all die Jahre gemacht. Durch Ruinen hüpfen. Ja, das und beschossen werden. In die Luft gejagt, schlagen, treten. Okay, okay, verstehe. Mit Messern, Drogen. Das hätten wir. Nicht ganz. Wir müssen höher, um über die Schlucht zu kommen. Okay. Ich hoffe, das Rutschen ist vorbei. Meine Hose ist voller Schotter. Gute Abgang.
Okay, wird schon schief gehen. Daran könnte ich mich gewöhnen. Hey, hilf mir mal. Na los! Hey, ich hab's! Los! Okay, komm! Da wären wir. Das stimmt. Mensch, das ist ja der Hammer. Willkommen im Schlafraum, Heiliger Dismas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Suchen wir das Grab. Wie bei der Schriftrolle vom Kreuz. Aber die Daten stimmen nicht. Gut. Eins hätten wir. Bleibt noch sau viel zu tun. Okay, gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen drei, dann haben wir es. Los. Ja, die Schwerter passen. Und das ja auch. Sam, komm her. Hast du's? Da, Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehörte er nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Hm, ja, der Schädel schaut nämlich nicht zur Seite. Was ist das? Bereit? Oh, ich bin schon lange bereit. Sieh mal an. Mal sehen, was wir hier haben. Das ist eine Gruft. Eine Gruft hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Tja, Daumen drücken. Ohohoho, da sind sie ja alle. Jesus, Dismas zur Linken. Reumütiger Dieb. Gestas zur Rechten. Böser Dieb. Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Gut genug. Ist das eine Tür? Sieht wie eine Tür aus. Ich weiß aber nicht, wie man sie öffnet. Was sind das für Sternsymbole? Eine Art Lampe. Hey, Smokey, ich brauch mal dein Feuerzeug. Hey, du verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Das ist doch mal was. Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. Wollen wir doch mal sehen. Ah, ich kann die Lichter ausrichten. Hey, na bitte.
finde die Punkte. Du musst bestimmt Lichter zusammen auf einen Stern ausrichten. Das sieht gut aus. Nathan, geschafft! Du hast es! Sieht wie ein Sternbild aus. Ja, die Waage. Die Waage der Justitia. Eine interessante Wahl für ein paar Piraten. Okay, probieren wir es mal. Sesam, öffne dich. Falsche Schatz. Schöne Aussicht, aber kein Schatz. Nein, aber da siehst du die Kreuze? Ja. Hey, ist das eine Höhle da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Es gibt hier aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Rafe. Mist. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Schwärmt aus! Deckt alle Seiten ab! Ich kann sie sehen! Sicher. Hätte besser laufen können. Hey, wir leben noch. Das muss reichen. Öffnen wir einfach das Tor. Okay, bereit? Ja. Okay, los.
geht's dir? Toll. Ich hatte auf den Schatz gehofft. Aber so einfach ist es wohl nie, was? Meiner Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Sternenlicht-Ding. Ja, das war cool. Direkt unterm Hochkreuz. Da will Avery uns sehen. Tja, was Avery will, bekommt er auch. Junge, wie sieht's bei dir aus? Hey, Sully. Wir sind auf dem Weg, aber der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh Mann. Und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Meld dich wieder. Mach ich. Patrouille voraus. Ich höre sie. Hier ist ganz schön was los. Gerade du solltest die Auszeit genießen. Niemand von uns will noch ein Port Moresby verantworten. Wie wär's mit Klappe halten, wenn ich dabei war, hä? Für die Quote ist heutzutage alles gleich ein Massaker. Wir brauchen diese Art Presse nicht. Wir brauchen keine Rivalen, die uns die Arbeit wegnehmen. Weißt du was? Vergiss es. Was fängst du damit an? Ich sagte, vergiss es. Wie du willst. Dann kann man wohl nicht entkommen. Ja, und näher an der Kathedrale werden es noch mehr. Na los, komm, ich helfe dir. Okay. Ach Mist, ich bin zu weit oben. Ja, warte kurz. Ich warte. Mal sehen, was das bei dem Holzding da ist. Hey, ich hab was. Na, also. Mann, ist das Ding schwer. Was genau wird das denn? Ein Weg. Nach oben, der sogar dein Gewicht aushält. Ah, danke. Meinst du, das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Ah, um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben? Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. Scheiße! Hey, sei vorsichtig an der Ecke da! Okay. Achtung!
Das war unglaublich. Spar dir deine Kraft, okay? Wir sind noch nicht fertig. Ich folg dir schon. Hoffentlich hält's. Seit in Panama hat sich mein Blut verdünnt. Ah, keine Sorge. Im schlimmsten Fall verlierst du ein paar Finger. Warte, ich helf dir hoch. Komm schon. Wenn du mich nicht hättest, hm? Ich wäre zu Hause mit einem heißen Kakao. Wie alt bist du, 5? Ach komm, du willst doch auch einen heißen Kakao. Naja... schon? Ganz genau. Na los. Rave. Ich weiß. Der Sturm kommt näher. Was zum... Ah, das habe ich mir nicht eingebildet. Nichts. Alles klar. Was war das? Wunderbar. Liegt einer!
Wo steckst du? Hier ist jemand! Vorsicht! Schaut in jedem Winkel nach! Ich find dich! Hey, sie sind hier! Ja, mach weiter so. Der Schuss. Wir sind sicher. Hoffentlich war's das mit dem Idioten. Ja. Hey, Vorsicht. Die könnte nach der Explosion instabil sein. Wer gräbt denn mit Dynamit? Söldner. Aber Rafe weiß es eigentlich besser. Hey, Sam, hilf mir mal. Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann tut es mir leid. Okay. Siehst du? Kein Problem. Ja, endlich mal. Die auf dich stabil? Stabil genug. Hey, sei bei denen super vorsichtig. Oh, hey, da unten. Alte piratenmäßige Schiffe. Das sieht alles gut aus. Sehr gut. Oh, Mist! Weißt du noch? Super vorsichtig. Danke. Okay. Oh, okay, alles gut. Alles gut. Jetzt in die Höhle. Die Höhle? Ja, eventuell haben wir keinen Empfang. Mach dir keine Sorgen. Gut. Ich lass für euch das Licht an. Okay, ich melde mich. Geschafft. Ein ziemlicher Umweg. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. Ja, bitte. Diese Shoreline-Schweine waren direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Komm, hier durch. Zum Glück habe ich nur leicht gefrühstückt. Duselige Dismas-Statuen? Na klar. Steinstufen, na klar. Nathan, ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle. Oh,
Tür? Sieht ganz danach aus. Hier, sieh dir das an. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand? Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Ernsthaft? Hallo, hallo. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Two? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Two starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Twos Zeichen ist. Was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage.